Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outlast mit mir, dem Jan. Ich habe eigentlich nicht wirklich Lust, hier weiterzumachen nach der ersten Folge. Aber ich mach's trotzdem. Ich bin total nass und mir ist warm. Aber okay. Dann mach ich jetzt weiter. Freut ihr euch alle, ne? Wenn man hier zum Beispiel diese Tür öffnen würde, würde die in die Luft fliegen und das ist eine Mine hier. Da ist eine Batterie. Kurzzeitig hatte ich Schiss, dass er sich bewegt. Hier rein. Ne, hier ist ja ein Gitter vor. Vor diesem Fensterschein bin ich eben rumgelaufen. Bin ich dämlich, ey. Stell mal vor, der wäre noch. Ich hätte gesehen, wie man den hier umbringt. Die Uhr läuft auch. Nix. Gibt es eigentlich hier auch Verband? Jetzt habe ich die. Ah, ich wollte die Batterie gar nicht schützen. Okay. Gibt es hier auch noch irgendwo eine Batterie? Warum sind die alle an? Da ist was anderes auf dem Bildschirm als bei den anderen. Hey, der Boon ist auch nicht mehr so ganz der neue. Wieso ist hier was anderes als bei den anderen? Verstehe ich nicht. Ach nee. Hier ist wieder ein Dokument. Notiz ist das nicht, sondern ein Dokument hier. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon. Risikobehaftet. Wieso ist hier. Ist hier ein Toter? Sind das meine Fußspuren? Warum wird mir das jetzt hier angezeigt? Ja, da sitzt jemand. Ich gehe nochmal zurück. Oh nee, ey. Wenn ich durchs Blut laufe, hinterlasse ich Fußspuren. Schön zu wissen. Geht's da hinten auch noch rein? Ja, aber hier ist nichts. Warum nimmt er das denn nie auf?
bewegt er sich. Hier ist noch ein Dokument. Ganz im Ernst, ich muss hier raus, ne? Warum geht der nicht einfach... Achso ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich hier hingekommen bin. Alter, 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 Scheiße. Fuck, Alter. Alter, nein. Wo ist der hin? Ey, da sitzt jemand, da hinten ist auch jemand. Kann ich nicht hier irgendwie durch die Lüftungsschächte durch? Kann ich den filmen? Nein. Hier was? Sind die die? Ey, was ist das jetzt hier? Warum ist das so laut? Sitzt jemand. Da ist der Kopf nur dran. Hier ist... Kann ich das nehmen? Schlüsselkarte. Jetzt mein einziges Ziel, hier rauszukommen, und ich bin auf mich allein gestellt, wo ich jetzt lang gehen muss. Wo nutzen die Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen? Die Schlüsselkarte habe ich, aber dann müsste ich ja rein theoretisch da lang gehen, wo der eine Typ mir entgegenkam. Der sitzt da auch noch. Scheiße, Alter, ey. Wieso, warum tue ich mir sowas an? Warum spiele ich so ein verdammtes Horror-Game? Der hat doch eben nichts gemacht! Warum kann man nicht treten oder so? Alter, ey.
Der hat doch nichts gemacht. Das war so typisch, dass er jetzt aufspringt. Da ist eine Karte. Okay, doch nicht. Von weiter weg sieht das so aus wie eine Karte. Warte, man müsste doch eigentlich nur die Treppe hoch, aber da, wo die Treppe hoch geht, ist abgeschlossen. Das sieht so aus, als ob die Tür offen ist. Aber die ist nicht offen, die ist irgendwie zugesperrt. Man könnte ja... Keine Ahnung. Ich will da nicht durch. Wo ist der hin? Ich muss zum Sicherheitsterminal. Fuck. Hier ist jemand rausgelaufen. Kann ich mich hier irgendwie verstecken? Toilette. Ich gehe doch jetzt nicht hier in diese Toilette rein. Also ich würde mich ja jetzt hier auf die Toilette stellen und hoffen, dass sie nicht einbricht und darüber gucken und nicht von hier vorne. Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, hab mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein saufriger Kinderkrabscher. Sein Apostel, darum habe ich nichts getan. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Achso, ja. Fuck, Alter, ey. Was bringt mir das jetzt hier rumzulaufen? Nix. Doch, hier ist eine Batterie. Das ist der einzige Grund. Ich habe kurzzeitig Ich habe kurzzeitig gedacht, die Tür wurde zugeknallt. Dann stand ich hier, habe so gedacht, nee, da ist der Weg nur. Da geht's durch. Und jetzt gucke ich hier und die Tür ist zu. Ich habe keinen Bock, Alter.
Ich kann mich schon hier verstecken, oder? Okay. Oh nein. Das bringt mir gerade nichts. Kann ich das nicht hier irgendwie wieder abschließen? Nee. Ich kann mich jetzt nur hier hinsetzen, guck auf irgendeine Kamera und sehe da was, ne? Ich will mich schon rein gar nicht da hinsetzen. Bevor ich hier weitermache, sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Mann, ey, ich weiß nicht, ob ich noch eine Folge aufnehmen soll oder nicht. Ich habe jetzt zwei. Wenn ich das alle zwei Tage machen würde. Und, ach, mal gucken. Wahrscheinlich nehme ich noch eine auf. Sage ich jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.